Es bleibt nur noch Aufgabenteil E, sei k größer 0 und gesucht ist die Fläche, die der Graph von fk mit der x-Achse einschließt. Ich möchte noch betonen, dass wir hierfür, wir müssen hier integrieren, da brauchen wir partielle Integration, weil wir hier ein Produkt haben. Das heißt, die E wäre eine LK-Aufgabe und wenn es jetzt im Abi vorkäme, würde der Grundkurs was anderes kriegen. Zum Beispiel die Stammfunktion schon als gegeben, aber wir werden jetzt über partielle Integration gleich die Stammfunktion bestimmen. Wie gesagt, es ist k größer 0. Wir hatten bei der D uns angeguckt, wie die Graphen von f2 und f-2 aussehen. Und ich habe das hier nochmal vorbereitet. F2 sah ungefähr so aus. Es ging ja durch 1, 0. Hier war ein Tiefpunkt und so. Mit den Grenzwerten haben wir herausgefunden, dass der Graph ungefähr so aussieht. Das heißt, die gesuchte Fläche ist das Gelbe. Und wie wir sehen, ist das ein uneigentliches Integral. Ja, da f2 größer 0 ist, sehen alle Schar-Funktionen für k größer 0 ungefähr so aus. Durch Reskalierung gehen sie darin in diese über. Das heißt, die Fläche erstreckt sich immer von 1, weil dort ja jede Schar durchging, bis unendlich. Das heißt, wir kriegen die Fläche, die gesucht ist, als Integral von 1 bis unendlich, sofern es existiert, über fk dx, fk von x dx. Und da die aber unterhalb der x-Achse verläuft, nehmen wir dann noch den Betrag. Das ist ein bisschen arg schräg für einen Betragstrich. So, und dann haben wir die Fläche. Das heißt, es geht erstmal primär um das Integral. Und da das uneigentlich ist, lassen wir es erstmal bis r gehen und machen am Ende dann r gegen unendlich. Das heißt, was wir rechnen ist, das Integral von 1 bis r fk von x dx. Dazu setze ich ein, wieder 1 bis r. Und fk war ja 1 minus x mal e hoch k minus kx dx. Ja, jetzt brauchen wir hier die partielle Integration. Dazu brauchen wir den einen Term abgeleitet und den anderen unabgeleitet. Das müssen wir geschickt wählen. Wenn ich das ableite, habe ich eine Konstante, also wähle ich das als unabgeleiteten Term und das als abgeleiteten. Und mit der Formel für die partielle Integration habe ich dann jetzt hier UV vorne stehen. Also U steht ja schon da. Und für V muss ich das integrieren. Äußeres Integral wäre das. Und mit der linearen Substitution finde ich raus, dass ich noch minus ein Kartel vorne dran schreiben muss als Faktor, damit es hinhaut. Erkennt man auch daran, dass wenn ich das jetzt ableite, das Grüne rauskommt. Also ich schreibe es vielleicht gerade nochmal hin. Das ist U. Das ist V. Denn wenn ich das ableite, habe ich minus K als Faktor und minus K kürze ich mit dem weg, sodass das stimmt. So, das ist hier ein bestimmtes Integral, also hier nicht die Grenzen vergessen. Minus, und jetzt das Integral für U'V. U' ist minus 1, das kann ich mit dem hier zu Plus verarbeiten, mal eine Stammfunktion, also V sozusagen, und ich brauche eine Stammfunktion von e hoch k minus kx. Die ist ja gegeben als minus ein Kartel e hoch k minus kx. So, hier links, das lasse ich so stehen, ich nehme das Minus ein Kartel einfach aus Übersicht nach vorne, damit da weniger Klammern stehen. Und dann wieder die Grenzen nicht vergessen. Hier kann man das Minus ein Kartel rausziehen. Oder lassen wir es vielleicht mal drin. Und integrieren. Hier wieder e hoch k minus kx ist ja minus ein Kartel mal das. Mit dem minus ein Kartel ergibt dann 1 durch k Quadrat. E hoch k minus kx als Stammfunktion. Auch 1 bis r. Kann man ein bisschen zusammenfassen, indem man hier das e hoch k minus kx ausklammert. Dann bleibt hier vorne dieses minus ein Kartel 1 minus x. Und da hinten das plus 1 durch k Quadrat. Grenzen 1 bis r. Das heißt, ich setze jetzt hier ein, einmal r für x und einmal 1. Habe ich hier e hoch k minus kr mal minus ein Kartel 1 minus r plus 1 durch k Quadrat minus, und jetzt muss ich 1 einsetzen. Hier 1 minus 1 ist 0, das heißt, der Term hat gar kein Gewicht. Hier steht dann noch das 1 durch k Quadrat mal e hoch k minus k mal 1, also e hoch k minus k, das ist 0, e hoch 0 ist 1. Das heißt, es bleibt gerade dieser Term hier übrig.
Jetzt ist halt die Frage, was passiert, wenn er gegen unendlich geht, weil das interessiert uns ja für die Fläche. Das wollen wir eigentlich uns angucken. Ja, für r gegen unendlich geht überhaupt dieser ganze Ausdruck und damit auch die ganze Klammer gegen, drehe ich mal hin hier, so für r gegen unendlich geht dieser Ausdruck gegen unendlich, weil Minus und Minus wäre hier dann Plus, r gegen unendlich geht das Teil gegen unendlich. Aber das hingegen geht gegen e hoch minus unendlich, also für r gegen unendlich geht dieser Ausdruck gegen 0. Und da die e-Funktion jede Potenzfunktion dominiert, ist der Grenzwert insgesamt, wenn hier r gegen unendlich geht, 0 mal unendlich, also 0. Und dann bleibt hier noch das minus 1 durch k Quadrat, sodass wir als Endergebnis minus 1 durch k Quadrat haben. Das heißt, das Maß der Fläche ist für jedes k gegeben durch minus 1 durch k Quadrat. Sozusagen so. Das ist nicht das Maß der Fläche, sondern die Bilanz, das Integral. Und wenn ich die Fläche will, noch betrachte. Und dann habe ich hier 1 durch k Quadrat. Das heißt, die Fläche ist durch 1 durch k Quadrat gegeben. Und zum Beispiel hätten wir für k gleich 2, was wir ja vorhin hatten, das ist die, die hier im Bild repräsentiert ist, hätten wir a gleich 1 durch 2 Quadrat, also ein Viertel. Das heißt, das Maß dieser Fläche hier unten, krummlinig begrenzt, wäre ein Viertel Flächeneinheiten. Und damit ist die ganze Abi-Aufgabe hier gelöst, Analysisteil.